Was geht ab, Leute? Team Bubble Tea hier. Heute mit einem Video zu Infernoid und einem Review zu dem Archetype. Also ich habe die zufällig vor kurzem entdeckt, als ich mir halt das neue Set angeschaut habe. Und ich fand die ganz interessant. Hat mich halt echt gewundert, wieso ich noch nichts von denen gehört habe. Obwohl die gar nicht so schlecht aussahen. Dann habe ich sie mir halt näher angeschaut und leider festgestellt, dass sie nicht so gut sind. Aber darauf kommen wir später. Also, die Infernoid sind alle Feuer und Unterwäldler. Und die haben halt alle den Effekt, dass sie spezial beschworen werden können. Ein paar, also alle aus der Hand und ein paar auch aus dem Grave. Indem man halt weitere Infernoid-Monster aus dem Grave banished. Also, viele haben es mit E-Dragon verglichen. Der große Unterschied ist halt, wenn du E-Dragons gebanished hast, hast du noch einen Effekt bekommen, um welche auf die Hand zu searchen. Und das haben die Infernoids halt nicht und deswegen gehen dir halt schnell die Ressourcen aus. Ein zweiter Effekt, den alle Infernoids haben, beziehungsweise eine Bedingung, ist, dass die gesamte Stufe beziehungsweise Rank von allen deinen Effektmonstern 8 oder weniger sein darf, damit die beschworen werden können. Heißt, wenn alle zusammen mehr als 9 haben, also 9 oder mehr, dann kannst du keinen mehr beschwören. Dann der dritte Effekt, den alle noch besitzen, ist, dass du sie während der gegnerischen Runde kannst du ihren Effekt benutzen, ein Monster von dir opfern und dann eine Karte vom gegnerischen Friedhof verbannen. Das hat einen Quick-Effekt. Das heißt, unchamber zu bestimmten Karten, die den Grave targeten. Das ist eigentlich ganz interessant, ist der Effekt. Deswegen habe ich mir auch eigentlich, als ich das zuerst gelesen habe, eine Kontrollvariante überlegt. Und dann, als ich das Deck mir halt näher angeschaut habe, habe ich leider gesehen, dass es nur auf OTK basiert und Control leider nicht möglich ist. Also fangen wir an mit dem ersten Monster, Infernoid Beelzebul. Also wie gesagt, er hat alle diese drei Effekte. Du kannst ihn beschwören, indem du ein Monster aus deinem Grave oder deiner Hand verbannst. Sein Effekt ist halt, dass du einmal pro Runde eine gegnerische offene Karte zurück auf die Hand tun kannst. Das war, glaube ich, der erste, den ich gesehen habe. Und sein Effekt ist echt nicht schlecht, dachte ich mir. Vor allem gut gegen Dante und die ganzen Shadow-Monster und so. Aber wie gesagt, leider ist Infernoid nicht Control-basierend. Ansonsten wäre der echt nicht schlecht. Dann haben wir Infernoid Lucifugus. Du kannst ihn auch beschwören, wenn du einen Infernoid von deiner Hand oder deinem Friedhof banished. Sein eigener Effekt ist, dass du einmal pro Runde ein Monster auf dem Feld, also nicht nur gegnerische, sondern auch deinen eigenen, kann ab und zu mal gut kommen, zerstören kannst. Aber dafür kann er die Runde halt nicht angreifen. Ja, 1-6, solide Angriffspunkte, solider Effekt. Dann haben wir Infernoid Astera. Du kannst ihn auch beschwören, indem du einen aus der Hand oder aus deinem Grave banished. Ich sag das halt, weil es gibt auch welche, die zwei oder mehr benötigen. Deswegen. Und sein Effekt ist, dass du einmal pro Runde eine Zauber- oder Fallenkarte auswählen kannst. Auch bei ihm ist es egal, auf welcher Seite, einfach nur auf dem Feld. Dann kannst du jetzt sie zerstören und auch er darf dann nicht mehr angreifen diese Runde. Ja, auch solider Effekt. Das erinnert mich ein bisschen an Shadow. Also deine schießt hinten, deine zerstört Monster und so. Mit 1-8 Angriff auch gar nicht schlecht, eigentlich. Dann kommen wir zu Infernoid Asmodai. Das ist jetzt einer, der kann aus dem Grave und aus der Hand gespecialt werden, indem du halt zwei Infernoid Monster von deiner Hand und oder Graveyard, also du kannst zwei aus deinem Grave, zwei aus deiner Hand oder 1-1, also 1 Grave, 1 Hand banishen, um ihn zu specialen. Und sein Effekt ist, wenn er angreift und Battle Damage macht gegen ein Monster, also nicht wenn er direkt angreift, sondern nur im Kampf gegen ein Monster, kannst du eine Random Karte von der Hand deines Gegners discarden. Also wie ihr sehen könnt, die haben eigentlich echt interessante Effekte, was mir halt echt getaugt hat, aber es ist halt schwer, die zu beschwören, wenn man immer was im Grave braucht, um die zu beschwören. Dann haben wir Infernoid Baal. Den kannst du auch aus dem Friedhof specialen und der braucht auch zwei, die banished werden müssen. Und sein Effekt ist so ähnlich wie Tygos. Am Ende der Battle Phase, wenn der ein Monster angegriffen hat, kannst du eine Karte auf dem Feld banishen. So wie ihr sehen könnt, also der und der davor, zwei fette Bieter, die man einfach so aus dem Grave specialen kann. Dann Infernoid Adra Melek.
Den kann man auch aus dem Griff specialen. Wieder 2 benötigte. Sein Effekt ist, dass er während des Damage Steps, wenn er ein Monster im Kampf zerstört und auf den Friedhof schickt, dann kann er nochmal angreifen. Effekt jetzt nicht so gut, aber gut für OTK und sowas. Dann als letztes Monster haben wir das Bossmonster, Infernoid Nihilmoth. Den kann man zwar auch aus dem Griff specialen, aber er braucht halt 3, die man banishen muss. Und sein Effekt ist, wenn er speziell beschworen wird, kannst du alle anderen Monster auf dem Feld zerstören. Also einfach ein Dark Roll, was halt ihn nicht betrifft. Und die Besonderheit bei ihm ist jetzt, dass er den dritten Effekt nicht hat, den alle Infernoids haben, sondern auch seinen eigenen. Und zwar kannst du einmal pro Runde, egal in welchem Zug, wenn eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird. Und jetzt das Neue, das gab es glaube ich bisher noch nie, auch wenn der Effekt von einer Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird. Das heißt also, selbst gegen Karten, die schon aktiv sind, Spellfields oder Continuous Spells, aber eben auch Clifford, kannst du ein Monster opfern und den Effekt negieren und dann die Karte banishen. Das finde ich ganz interessant, weil die meisten Negierer-Karten negieren halt nur bei der Aktivierung. Und wenn der Gegner schon die Karte aktiv hat und man halt dann die Negierer-Karte zieht, ist es halt meistens zu spät. Und der kann das dann halt immer noch negieren. Das ist ganz interessant. Dann zu den Zauberkarten. Schnellzauberkarte Infernal Voidbringers. Ist so eine Art Lanze bzw. Epidemic oder Pandemic für Evil Swarm. Du kannst ein Infernal Monster targeten und das ist dann immun gegen Karteneffekte bis zum Ende der Runde. Und er hat noch einen zweiten Effekt, den man aus dem Grave aktivieren kann. Wenn ein Infernal Monster oder Infernal Monsters zerstört werden würden, kannst du die Karte aus dem Grave banishen, um eins dieser Monster halt zu retten. Also wie man sehen kann, sind die Effekte Graveyard basierend fokussiert, also kann man schon sich denken, wie man das Deck aufbaut mit viel Millen und dann alle Effekte aus dem Grave aktivieren. Deswegen haben sich, glaube ich, auch alle Infernal-Spieler gefreut, als Reasoning zurück auf 3 gegangen ist mit der neuen Liste. Als nächstes haben wir Void Flood, Spielfeld-Zauberkarte. Die ist kompletter Crap, glaube ich. Du kannst während jeder deiner Standby-Phase ein Token specialen und dieser Token kann man halt benutzen, um die Infernal-Monster zu specialen. Und dein Gegner kann keine Infernal-Monster mit Effekten zielen oder angreifen, außer das mit dem höchsten Level. Also ist ein bisschen langsam die Karte, muss eine Runde erstmal liegen, bevor ein Token kommt. Deswegen glaube ich nicht so spielbar. Dann zu den Fallen haben wir als erstes Blazing Void. Du kannst ein Infernal-Monster aus deiner Hand specialen und die Summoning Conditions ignorieren. Aber der Effekt ist für den Rest der Runde negiert. Ich weiß noch nicht, was ich von der halten soll, weil die hat nur ein Monster specialt und ist irgendwie so langsam im Vergleich zu anderen Karten, was man von Konami eigentlich gar nicht gewohnt ist. Normal würde man erwarten, dass die sowas sagen wie special so viele wie du kannst oder so ein Scheiß, damit die das Deck broke machen. Aber eins ist, glaube ich, echt zu langsam dafür. Dann die letzte Karte ist Void Launch. Du kannst während jeder deiner Standby-Phase bis zu 2 Infernoid Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Und wenn du ein Monster beherrschst, das nicht Infernoid ist, wird die Karte zerstört. Dann kannst du halt dein Friedhof füllen, Setup aufbauen. Aber auch, wie gesagt, viel zu langsam, muss eine Runde liegen. Dann machst du halt Milzo halt 2. Kann man halt gleich Trooper oder Raiden oder so spielen. Und sofort millen. Und man hat ein Monster. Also absoluter Scheiß, glaube ich. Void Launch. Ja, das war's. Das waren alle Karten. 11 Karten haben die Infernoids. Es kommen auch alle 11 im nächsten Set raus. Also Secrets of Eternity nächste Woche. Das Deck ist echt interessant. Also wenn ihr auf OTK-Decks oder so steht, solltet ihr euch das echt mal anschauen. Hat leider momentan, glaube ich, aber nicht so viel Potenzial im Vergleich zu den anderen Top-Decks. Vor allem, weil die Zauber und Fallen nicht so stark sind und ein paar Schlüsselkarten fehlen, so wie Searchers und sowas und Special Summoner. Und ansonsten kann man sich's echt mal ausprobieren. Aber es ist leider alles relativ High-Rare, so wie ich es gesehen habe. Das Bossmonster wird Secret sein, dann ein paar Ultra-Rares und auch ein paar Super-Rares. Also ich weiß nicht, ob das Deck so billig wird. Also vor allem, weil es nicht so stark wird, wird es wahrscheinlich auch dann nicht so oft gespielt. Das war's, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.